bin glücklich heute. Da steht hier schon ein Bus in Fahrtrichtung und rollt schon los. Ich denke mir nichts dabei, der könnte ja sonst wohin gehen. So ein Straßenverkäufer gestikuliert. So, der kennt mich doch nicht, ne? Lauf weiter auf den zu, schenk ihm keine Beachtung. Und scheint er doch mich zu meinen, ne? Ich zeig so auf mich, der nickt. Ich so, ja. Ich brülle, wo ich hin möchte, nach Salinas und er. Und ich renne dem Bus hinterher. Und hab nur einsteigen können. Nett? Busstation in Santa Elena oder so ähnlich. Beschildert ist hier nichts. 9. E. 9. Zum zweiten Mal in einen fahrenden Bus reingesprungen. Also diesmal wirklich in einen fahrenden Bus reingesprungen. Sicher geht vor, ha? Ich glaube, das ist es. Und dahinter ist dann auch der Strand. Ecuador ist schon wieder deutlich unsicherer als Paraguay. Der Reisebus, der war noch sicher, aber gerade im Linienbus habe ich noch ein Video geguckt nach der Premiere. Haut mich da eine Einheimische an, packt sofort das Handy weg. Bist du denn bescheuert? Da klauen die dir doch. Was sollen sie mir klauen? Hier im Linienbus? Ja, sagt sie. Dann nehmen die Leute aus der Hand und rennen los. Gucken, wer schneller ist. Ich glaube, das is ist es. Nur voller Prachtbau. Nee, das. Cheskos. Bin ich Cheskos? Dann ist es das. Haben hier Musik. Die ist sogar ziemlich laut. Habe ich heute Morgen schon beim Joggen gehört. Wird ja völlig durchdrehen, wenn ich hier so ein Müllmann wäre und ich immer dieselben Töne hören würde, die ganze Tag. Strandregeln. Strand ist von 8 Uhr morgens bis 18 Uhr abends geöffnet. 2 Meter Abstand halten und eine Maske tragen. Das wird natürlich vorbildlich umgesetzt hier. Und auf der anderen Seite vom sogenannten Yachthafen ist dann der zweite Strand von Salinas. Ist nicht unbedingt schlecht, aber auch nicht, muss ich unbedingt morgen hinkommen. Ne? Zumindest hier zu wohnen, das ist ganz nett. Mit Blick auf Meer und auf Strand. Das hat schon was. Jo. Okay, bis gerade war es mir noch zu persönlich, um es zu filmen. Da war jetzt ein Trauerzug, der einen Sarg hier vorbeigefahren hat. Leichenwagen, ist ja bis da nichts Ungewöhnliches. Aber jetzt ist der Sarg am Strand. Genau hinter dem Strommast, sag ich mal so, haben sie jetzt ein paar Mal hochgehoben und tragen den Sarg zurück zum Leichenwagen. Ich bin in der La Ofelia und da gibt es ein Angebot, montags bis freitags 2 Pizzen zum Preis von einem. Ich habe das mal bestellt, allerdings habe ich jetzt für eine Pizza, also 2 zum Preis von 1, $26 bezahlt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie groß eine mittlere Pizza ist für $26. Ich werde den Rest der Woche nur Pizza essen. $26. Ansonsten, ich habe jetzt eine Pepperoni-Pizza und eine vegetarische Pizza mit Chocho. Chocho kannte ich nicht, musste ich nachschlagen. Leo.org, das ist mein favorisierter Übersetzer. Und bei Leo.org, da steht das drin, zum einen in der Vulgärsprache als Muschi, als Pussy. Und zum anderen als Nicaraguaner, wo ich mich da schon frage, wie kann man denn das zusammenbringen? Ne? Hat er mir erklärt, es ist eine Maisart, da wo sie jetzt in Peru, in Paraguay, Choclo gesagt haben, ist das Chocho. Jetzt auch nicht so weit entfernt, aber auch da musste er erstmal lachen und sagte, ja, in anderen Ländern wird das Wort anders bedeutet, hier ist es eben eine Maisform. So, jetzt bin ich gespannt, wie viel Tonnen Pizza ich bekomme für $26. So riesig sehen die ja von hier aus erstmal nicht aus.
Das ist jetzt zwei von denen übereinander, würde er sagen, das war jetzt völlig überteuert. Aber zumindest ist es eine passende Zweitagesration. Ja, sieht gut aus und riecht auch gut. Aber von der Größe her, DIN A5, einmal, zweimal, das ist jetzt DIN A4. Zweimal DIN A4. Und das jetzt $26, $13 für eine, €11,50 für eine. Würdest du das in Deutschland bezahlen? Weiß ich nicht. Und das hier, das ist jetzt die Nicaraguana-Muschi. Choclo. Riesen-Maiskörner. In zwei Tagen soll es nach Galapagos gehen und dafür brauche ich einen negativen PCR-Test. Mach mir ja schon Sorgen, weil ich mich so ein bisschen verschnupft habe an der Klimaanlage. Jetzt bin ich zum Labor gefahren und genau so habe ich mir das vorgestellt. Das nennen die eine Klinik. Ich bin gespannt. Jetzt erstmal Pfefferminzbonbon, weil das hilft ja, dass der Test negativer wird. Ne? So, das ist richtig prima gelaufen, muss ich sagen. $35, kann man jetzt nicht meckern. Und hat es da einmal bedrohlich auf die Nase gezielt. Ich habe den mit dem Finger weggeschoben, Mund aufgemacht. Sie sagt, ah ja, Bocca, also Mund. Ich sage, ja. Und sie sagt, fertig. Und auch wissenswert, die haben sich ernsthaft erkundigen, wo ich hinreise und haben das sogar in ein System vermerkt, dass das für eine Reise nach Galapagos ist, mein Test. Also da ist Fälscherei wohl schwierig hier in dem Land. Ne? Just saying. Und was mir in Lateinamerika ganz tierisch auf Schwein geht, ist das hier. Belästigungsvertrieb hoch 10. Malecón de la Libertad. Die Strandpromenade. Ich muss sagen, ich finde das hier tatsächlich noch ein Stück weit schöner als da hinten in den Hotelburgen, wo ich bin. Hat so was Natürliches hier. Und da ist der Ort der Reichen und Schönen. Der Schnellen und Schönen. Oh, na dann. Das lese ich hier auch dauernd. In grün. Helados con queso. Eis mit Käse. Ernsthaft? Mit welchem Käse? Mozzarella? Gorgonzola? Ist ja widerlich. Und der Ort der Schnellen und Schönen ist was? Ein Burgerbude, ha? Huh? Ihr seht doch reich und schnell aus. Und ihr auch reich und schnell. Der Starbucks-Verschnitt von Ecuador. Hier hole ich mir jetzt einen schönen Kaffee und so ein Stück von der Torte. Aber das ist richtig geil. Loco Muffin, der verrückte Muffin für $14. Seht ihr, wie groß der ist? Kommt das rüber? Das Ding ist fast so groß wie mein Kopf. Das ist nämlich ganz typisch in Südamerika. Parkeinweiser. Er wedelt mit so einem roten Handtuch, zeigt, wie man einparken kann, bekommt dann dafür eine Münze. Und wehe, die gibst du ihm nicht. Ne? Dann würde ich nicht garantieren, dass die Räder nachher noch dran sind. Manchmal wird das Auto dann auch geputzt zu dem Zeitpunkt. Ich habe mal beobachtet, 50 Cent beim Aussteigen und 50 Cent, wenn du wieder losfährst. Und dafür passt er auf den Wagen auf. Also an sich ist das Parken gratis, aber also von der Stadt her, aber die Leute nehmen was dafür. Ja, so läuft es hier. Ein Nachmittag am Strand und tatsächlich ist es der erste Tag, dass ich mal hier mir so eine Liege gönne. $5. Ich bin überzeugt, dass die Einheimischen weniger bezahlen, aber sei es drum. Thema am Strand sind immer die Strandverkäufer. Er verkauft Muscheldinger, das müsste Mango sein. Von links werde ich auch schon ins Ohr gebrüllt. Agua, 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 genau. Er hat auch Ketten. Er daneben verkauft Eis. Und daneben mit der Mütze auch schon wieder einer. Also 30 Sekunden Takt wäre noch harmlos. Wie geht man mit den Leuten um? Ignorieren. Bloß nicht in die Augen gucken. Das Wettern, ja, wettern sie. Falscher Versprecher. Das wittern sie als Interesse.
immer so tun, als wäre man beschäftigt, als würde man Videos aufnehmen oder so, dann lässt es sich aushalten. Im Übrigen, Menschen verhalten sich in Deutschland ganz genauso. Man nennt das Akquise. Einfach nur nervig. Ne? Guck dir das an. Das sind 4 Verkäufe auf 1 Quadratmeter. Einfach nur nervig, wenn die Leute einen überfallen und einem dort das eigene Produkt präsentieren. In Deutschland machen sie es anders. Das ist dann über LinkedIn anschreiben oder über Facebook. Hey, Roman, schönes Profil. Guck mal, ich habe das und das. Willst du es kaufen? Ich nenne so etwas Belästigungsvertrieb. Und eben weil mich so etwas nervt, helfe ich Unternehmern, den einfachen Weg zu gehen, den angenehmen, karmisch richtigen Weg zu gehen, um Kunden zu finden. Und das ist ein Online-Business-Speed-Dating. Machen wir 2x in der Woche, mittwochs und freitags. Dort haben die Teilnehmer 9 Gesprächspartner, wo man sich austauscht und sich gegenseitig hilft, über Empfehlungen zu Kunden zu kommen. Und so macht es dann auch Spaß, wesentlich angenehmer als hier so ein Stress. Tosende Pazifikwellen. Babygirl. Ja, du kleines Babygirl, du. Bin immer noch in Erwartung meines PCR-Tests. 14 Uhr und noch nichts da. So langsam werde ich nervös, noch mal einen zweiten zu machen, wird nämlich langsam knapp. Ich kann nur sehr empfehlen, frische Kokosnuss. Erst kannst du sie trinken und dann gibt es nachher noch mal das Fruchtfleisch mit so einem ordentlichen Messerchen hier zusammengeschnibbelt. Ja, jetzt holt er den Löffel. Montenegro. Aha. Ja, Mango kann man einfach essen. Aber ich bin heute bei Kokosnuss. Oh, Kudate. Opfert er sich hier für meine Kokosnuss. Jawohl. Muchas gracias. Und da gibt es dann nochmal die naturfreundliche Öko-Verpackung. So sitzt er halt hier. Habt den ersten Vorteil gefunden an Ecuador. Das Essen ist hier nicht zu wenig gesalzt. Das kann man ganz normal essen, ohne nachsalzen zu müssen. Super. Ecuador. Negativo. Ich hab's geschafft. Ich habe meinen PCR-Test bekommen. Ja, jetzt bin ich am Flughafen, bin schon eingecheckt und es geht los nach Galapagos. Ich freue mich.